Hallo und herzlich willkommen bei Mac. Heute mal wieder Stinger Tuning. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie man die hier macht. Und heute schauen wir uns an, wie man die hier macht. Bleibt dran. Das ist jetzt die Profi-Variante, sage ich mal, die getarnte Variante. Aber wir sind hier noch immer auch noch gar nicht fertig. Kommen wir erstmal zu den Anbauteilen. Also wir haben hier ganz normales olivenfarbenes Color Kit von Steamboat dran. Und dann haben wir hier diesen Griff von Fab Defense. Und der ist echt cool, weil der ist gummiert. Ne? Der hat echt guten Griff. Das gefällt mir richtig gut. Der ist schön griffig. Da ist auch kein Spiel, nix. Der ist wirklich sehr hochqualitativ. Ihr könnt den in der Höhe anpassen, weil man kann das hier so runterdrehen. Und ihr habt das gleiche Ding auch nochmal so als kurze Blende, dass ihr nicht einen langen Griff habt, sondern nur einen kurzen. Könnt euch den also da auch nochmal anpassen. Und warum ich mich jetzt wirklich für den entschieden habe und nicht für die ganzen anderen: Ihr habt auf der Seite habt ihr die Möglichkeit, eine Picatinny-Schiene dran zu machen. Und ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, hier mein Steamboat-Messer dran zu machen. Ich weiß, das braucht man natürlich nicht, aber ich finde es einfach mal cool, weil man es machen kann. Weil es halt auch wieder Oliv in Oliv ist. Gefällt mir einfach von der Optik sehr gut. Und ich muss auch sagen, ein Messer an der Armbrust hat schon irgendwie was zu suchen. Also ich weiß, da gibt es den einen oder anderen von euch, der das anders sieht. Eine Stoß- und Hiebwaffe hat an einem Sportgerät nichts zu suchen. Und da würde ich dir vollkommen recht geben, wenn das ein beidseitig geschliffener Dolch wäre oder irgendwie ein Messer, was eindeutig dafür designt wurde, einen Menschen zu töten oder zu verletzen, dann würde ich dir absolut recht geben. Aber das Ding ist doch kein Kampfmesser. Also ich bitte dich, das ist ein 42A-konformes Allrounder-Messer. Das ist jetzt weder irgendwie das heftigste Schnitzmesser, noch ist es das heftigste Jagdmesser. Es ist auch kein Kampfmesser. Es ist wirklich ein Allrounder. Und ich bin der Meinung, ein Messer ist ein Werkzeug. Gerade so ein Messer ist ein Werkzeug. Und gerade beim Bogensport ist ein Werkzeug immer sinnvoll dabei zu haben. Also da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Also wirklich im allerschlimmsten Notfall, weil da irgendwas gerissen ist, hier an der Sehne was abschneiden. Das geht. Du kannst deine Mittelwicklung damit einfach öffnen und dann halt neu machen. Oder, auch ganz klar, ist natürlich blöd, wenn das passiert, aber wir kennen es alle. Man schießt einfach zu tief in die Scheibe rein oder vielleicht auch nicht ganz auf die Scheibe. Und dann kannst du mit dem Messer den Pfeil natürlich wunderbar rauspulen. Ne? Also das finde ich von daher sehr gut, das Messer. Hat meiner Meinung nach wirklich etwas an das Dinger zu suchen. Hat eine Daseinsberechtigung und ist nicht für den Kampf gedacht. Also meiner Meinung nach. Also ich benutze das Ganze ja nicht als Kampfmesser. Ja, ich bin ja auch kein Military Guy. Ja, ich habe halt Spaß an der Freude, hier das Ding zu tunen. Und mir halt so coole Sachen einfallen zu lassen. Ne? So, ansonsten haben wir hier noch Pfeile, auch in Oliv quasi. Also ja, einfach die grünen Pfeile von Steamboat. Steamboat hat ja mittlerweile auch grüne Pfeile, einfach damit es farblich gut passt. Und ja, hier kommt jetzt nochmal der Schaft zum Einsatz. Das ist jetzt hier nochmal der Core CP von Fab Defense. Und der ist einfach geil. Also das ist wirklich mein Lieblingsschaft. Den habe ich mittlerweile auch hier in Oliv. Und ich weiß, er ist nicht ganz günstig. Aber er hat enorme Vorteile und das, finde ich, ist es dann einfach wert. Also er hat halt einmal hier eine sehr, sehr angenehme gummierte Fläche. Ihr habt wirklich einen tollen Grip. Da rutscht nichts raus. Das ist echt klasse. Außerdem könnt ihr das hier unten auch ansetzen. Also ihr könnt das auch was höher ziehen dann. Und das ist trotzdem sehr angenehm. Ihr habt hier verschiedenste Möglichkeiten für eine Slingmontage. Also ihr könnt hier, wie ich hier habe, mit dieser Universalaufnahme das einstecken. Ihr könnt es aber auch hier unten festmachen, ihr könnt es da festmachen, ihr könnt es da festmachen. Und dann habt ihr halt den Core CP, das ist jetzt hier dieser obere Bereich, den könnt ihr euch individuell einstellen und dann kippen. Ich habe den jetzt mal ganz nach oben gekippt. So finde ich es persönlich, ist es ideal. Es ist einfach eine schöne Wangenauflage, das ist jetzt eine Sichtlinie, so ist top. Gefällt mir wirklich sehr gut, sehr angenehm und wirklich sehr hochwertig, da verstellt sich auch nichts. Und dieser Schaft hat noch eine richtig coole Besonderheit. Und zwar, seht ihr das hier? Das sind so, ja, Wechseleinschübe. Also ihr könnt bei diesem Schaft zwischen Mil-Spec und Commercial Buffer Tube austauschen. Also ihr habt hier diese Wechselbacken, die nehmt ihr raus, setzt die anderen rein und dann passt es auf eure Commercial Buffer Tube.
Weil das Ding ist eigentlich für Mil-Spec, aber ihr könnt das dann umtauschen in Commercial. Bei allen AR-15-Schäften gibt es immer die Buffer-Tubes. Das ist einmal Commercial und einmal Mil-Spec. Das eine hat ein bisschen anderen Durchmesser und dann passt es halt nicht ganz. Und hier habt ihr halt immer perfekte Passgenauigkeit. Und ihr könnt das Ganze dann auch wieder zurückwechseln. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch was anderes habt, was aber eine andere Buffer-Tube hat, keine Commercial, sondern eine Mil-Spec, dann könnt ihr den Schaft wieder abziehen, könnt diese Wechselbacken einsetzen für Mil-Spec und dann passt es auch wieder da. Also das finde ich einfach genial. Ist halt richtig schön modular gedacht. Ne? Und ja, abgesehen davon gefällt er mir einfach optisch auch sehr gut, muss man sagen. Bei der Sling, muss ich sagen, bin ich Fab Defense jetzt einfach mal ein bisschen fremd gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch die, und ich habe auch die Sling von Fab Defense, die SL1. Ich muss aber sagen, ich bin komplett überfordert mit diesem Dreigurt-System und ich kapiere es nicht, wie man das schnell anpassen soll. Also ich, anpassen, klar, ist auch irgendwie selbsterklärend, aber diese Schnellanpassung geht halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und bei der hier ist das sehr gut einfach möglich. Man hat hier dieses Bändchen und wenn du das nach hinten ziehst, dann weitet sich das. Und um das kürzer zu ziehen, zieht man einfach an diesem Ende der Schlaufe. Ja? Einfach hier. Und dann ist es wieder fest. Das ist natürlich klasse, weil so können wir uns das schnell anpassen. Und jetzt kann ich auch die Pfeile einsammeln, ohne dass das Ding rumschlackert. Wenn das mir jetzt zu eng ist und ich jetzt so nicht mehr komfortabel spannen kann, dann ziehe ich halt einfach hier dran. Und es geht super schnell. Ne? Also das gefällt mir sehr gut. Macht natürlich optisch auch was her, weil es jetzt wieder schön alles in einer Farbe ist. Brauchen tut man natürlich all das nicht, ne? Das ist vollkommen klar. Aber cool ist es allemal. Die Sling ist von Tasmanian Tiger und wie gesagt, ansonsten Griff und Schaft sind von Fab Defense. Und ja, die Sachen von Fab Defense sind leider wirklich, wirklich Profizeug und dementsprechend nicht allzu günstig. Aber ich kann es euch trotzdem empfehlen. Da gibt es halt wirklich nur einen Nachteil und das ist der Preis. Der Griff ist 54,99 und er schafft zwischen 80 und 90. Jetzt ist natürlich völlig klar, dass nicht jeder von euch so bekloppt ist wie ich und sich das auch nicht leisten möchte. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das wirklich das beste Zeug ist, was wir für verhältnismäßig noch immer kleines Geld an die Stinger montieren können. Und ich habe einfach mal mit ISS Protection gesprochen. Das ist der deutsche Händler für Fab Defense Produkte und habe ihm einfach mal vorgestellt, was ich so mache auf YouTube und dass ich ganz gerne mal der Stinger-Gemeinde seine Tuning-Teile näher bringen würde. Also die Sachen von Fab Defense. Die Sachen sind halt zu teuer. Das ist das einzige Problem. Und ich habe deswegen einen Gutscheincode für euch aushandeln können. Ihr bekommt auf den kompletten Einkauf bekommt ihr einfach 10% Rabatt, wenn ihr meinen Gutscheincode MAC10 benutzt. Zum aktuellen Zeitpunkt werde ich übrigens nicht für irgendwelche Werbung hier für ISS Protection oder Fab Defense Produkte entlohnt. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Also, wenn ihr fleißig kauft mit meinem Gutscheincode, dann spart ihr nicht nur kräftig Geld, sondern vielleicht gibt es dann bald eine Zusammenarbeit mit mir und Fab Defense gegen Bezahlung. Das wäre natürlich klasse. Kann ich noch mal ein paar mehr Sachen kaufen. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann kriegt wenigstens ihr die 10%. Wichtig zu sagen ist auf jeden Fall, die Aktion ist zeitlich begrenzt. Wir wollen das Ganze einfach mal nur ausprobieren erstmal, ob es überhaupt ein Interesse an Fab Defense Produkten gibt. Bei uns hier in der Stinger-Szene. Und deswegen ist dieser Gutscheincode auch nur bis zum 30. September 2023 gültig. Schlag also jetzt zu, wenn du diese Produkte haben willst. Also Sling kannst du auch bei Fab Defense kaufen. Ich persönlich komme nicht mit ihr klar, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich bin auch nicht das Maßstab der Dinge. Ich bin kein Military Guy, ich habe kein großartiges Training oder sonst was. Sondern ich bin ein Dulli, der da irgendwie versucht, mit seinen Sachen irgendwie halt Spaß zu haben. Und das Ding hier ist halt schön unkompliziert und das verstehe ich. Und das gibt es auf Amazon, das ist von Tasmanian Tiger. Ist natürlich auch verlinkt, aber da gibt es leider keinen Gutscheincode. Das gilt nur für die Fab Defense Produkte. Jetzt könnte man meinen, wir sind hier fast schon fertig. Schreib schon mal in die Kommentare, was du von dem aktuellen Ding hältst. Wie findest du das? Also ich finde es optisch geil. Ich war erstmal total abgeneigt gegen hier so Oliv und Sand und sonst wie. Ne? Alles so militärisch böse und ich bin ja nicht bei der Bundeswehr. Also was will ich damit? Aber es sieht einfach geil aus. Einfach geil aus. Muss man wirklich sagen. Bernd Schreiber, du hast mich überzeugt mit deinen schönen Fotos damals. Ich glaube, das war sogar schon letztes Jahr. Aber seitdem habe ich das Oliv Color Kit
Und dann habe ich gesehen, Fab Defense hat die Sachen auch in Oliv. Und es ist nicht ganz der gleiche Farbton, das stimmt. Aber er ist geil. Und er gefällt mir richtig gut. Und vor allem tarnt es jetzt ja natürlich nur noch besser, wenn es nicht genau der gleiche Grünton ist. Ne? Also von daher, für mich ist das kein Minuspunkt, sondern eigentlich sogar ein Pluspunkt. Und ich bin sau zufrieden damit. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Weil was fällt uns denn hier auf? Also gut, ich habe ja schon mal den roten Tuning-Trigger ausgebaut. Den habe ich ja sonst immer in Rot drin. Aber man sieht noch so ein bisschen Überbleibsel von meiner Schwarz-Rot-Phase. Das ist eine rote Sehne. Die müssen wir da jetzt natürlich runternehmen. Und ja, da ist natürlich die Frage, was machen wir da jetzt drauf? Wir könnten natürlich die Original-Stinger-Sehne in Schwarz drauf machen. Oder eine Dynema-Sehne in Schwarz. Sieht auf jeden Fall besser aus und passender als in Rot. Aber ich habe da was Cooles. Noch was Cooles. An der Stelle vielen lieben Dank an Armin Mang. Das ist der Hersteller von diesen ja, Tuning-Dynema-Sehnen. Ich will mir jetzt nicht einbilden, dass er das wegen meinem Video irgendwie für sich entdeckt hat oder so. Wenn, ist es natürlich schön. Und Armin, wenn es so ist, dann lass mich das doch gerne wissen in den Kommentaren. Aber auf jeden Fall macht er ein ganz anderes Herangehen. Ne? Also er macht eine Mittelwicklung und wie man sieht, es ist auch hier halt grün. Ne? Klar, es ist jetzt nicht genau dieser Grünton, es ist eigentlich wieder ein anderer Grünton. Aber ne, Thema Tarnung, je mehr verschiedene Grünfarben, desto besser. Gut, eigentlich ist die Tarnung ja komplett egal, aber ich will es einfach mal fürs Projekt machen, fürs Tuning-Projekt. Die ist wohl mit Bienenwachs behandelt. Das ist cool. Geschossen habe ich sie natürlich noch gar nicht, die ist ganz neu. Müssen wir alles jetzt mal testen nach und nach. Ich baue die heute mal nur ein. Dann nehmen wir wieder unsere Spannhilfe und die wird dann hier wieder schön eingehakt. Na, unten, nicht oben. Ist klar. Die ist aber noch sehr gut in Schuss, also die wird jetzt mit Sicherheit nicht entsorgt. Die machen wir mal auf die schwarz-rote Compact. Wenn wir schon dabei sind, dass wir hier gerade die Sehne abhaben, dann lasse ich doch einfach mal den Wurfarm entspannt. Und hier machen wir jetzt auch das geheime super billig Tuning mit Gewebeklebeband. Aber hier nicht in Knallorange, sondern in Steingrau-Oliv. Ich weiß zwar nicht, wo das grau ist oder steinig, aber so heißt wohl diese Farbe. Und ja, mehr oder weniger passt's. Gleiches Thema wie immer. Im Grunde, es ist nicht der perfekte Farbton, aber es ist ein cooler Farbton. Also machen wir es dementsprechend. So, und weil das gestern so gut geklappt hat mit dem Reißen, versuchen wir es nochmal mit dem Reißen. Oh, und hier merkt man auch auf jeden Fall, das ist irgendwie ein ganz anderes Gewebeband als das von Aldi. Wer hätte das gedacht? Das habe ich von Amazon. Ich verlinke euch das mal. So, ich mache es jetzt im Grunde genau wie mit der orangenen auch. Ich klebe das hier drauf. Und jetzt kann man auch schon sehen, wir haben das gerade zu lang gemacht. Ne? Also das Band geht hier bis in die Recurve rein. Deswegen, ich kappe das jetzt mal hier auf der Höhe. Ja, das ist wirklich eine ganz andere Qualitätsstufe. Das andere ist ja fast schon transparent im Gegensatz zu dem. Das ist ja wirklich hier blickdicht ohne Ende. Das ist cool. Und ich finde, das passt farblich sehr gut, oder? Also, ja, auf jeden Fall absolutes Budget-Tuning hier mit diesen, mit den Wurfarmen. Ich muss auch gucken, wie lange das hält. Kann ich natürlich noch gar nichts zu sagen, ob das überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. Ich will es einfach mal ausprobieren. Also, ja, macht es vielleicht mal noch nicht nach. Wer weiß, was das für Nachteile haben könnte. Hier auch vor den Recurves kürzen. Hey Leute, ich kann euch sagen, ich brauche eine Klimaanlage. Ganz, ganz dringend. Puh, hier ist aber echt heiß. Vielleicht gibt es eine kleine Sommerpause. Weil wenn es so heiß, wie es die auch am letzten Wochenende war, immer jetzt ist am Wochenende, dann weiß ich nicht, wie oft ich es diesen Sommer überhaupt schaffe in die Kiesgrube. Ist natürlich schöner bei so einem Wetter als bei Regen. Dachte ich. Aber tatsächlich würde ich lieber im Regen schießen als bei 42 Grad. Ne? Weil im Steinbruch, da ist so heiß. Das ist unfassbar. Ne? Da geht halt kein Lüftchen. Es ist staubtrocken. Es ist wirklich Wahnsinn.
Also, ja, letztes Wochenende zwei Stunden gerade mal so geschafft. Danach war ich geschafft. Ja. Aber wir müssen natürlich den Pfeiltest fertig drehen, das ist völlig klar. Egal wie viel Blut, Schweiß und Tränen es auch kostet. Blut, richtiges Stichwort. Die Pfeile sind sau scharf. Leute, passt auf mit Jagdpfeilen. Wirklich, wirklich, wirklich. Habe ich total unterschätzt. Ich benutze die ja nie und ja, hatte da jetzt letztens mit rumgespielt. Einfach, ja, und das kann man es nicht sagen. Ich habe jetzt damit nicht geschossen oder so. Sondern einfach da mit dumm rumgespielt und ja, mir ordentlich eine Spitze in die Handfläche gerammt. Passt da wirklich auf, Leute. Das ist kein Spielzeug. Das sind echt fiese Dinger. Und die Jagdbodkins und anderweitigen Spezialspitzen natürlich genauso, ne? Oh. Also da hat der Armin es aber wirklich sehr gut gemeint mit der Länge der Sehne. Die kriege ich jetzt so gar nicht richtig drauf. Die ist ein Ticken zu kurz. Kann ich da irgendwie tricksen? So, also die Idee ist jetzt, dass wir die Spannhilfe noch weiter nach hinten ziehen. So hier. Und jetzt, jetzt klappt's. Perfekt. Fürs Entspannen. Stellt euch die wieder hin, passt auf, dass die nicht umkippt. Und jetzt greift ihr hier rechts und links so rein, sichert euch hier die Daumen hinten, zieht das nach hinten und hebt es dann langsam nach oben und lasst es dann langsam nach vorne kommen. So, das reicht auch schon. Bei der Hilfsschnur ist da nämlich auch gar nicht so viel Spannung drauf. Das passt. Machen wir einmal gerade Rayloop auf die Schiene. Eine so. Eine so. Und dann können wir auch zumachen. Dann sind wir jetzt aber fertig, oder? Jo, das sieht gut aus. Gefällt mir auch sehr gut mit dem Grün in Grün. Und auch die Sehne ist jetzt halt auch grün, ne? Das ist schon cool. So, aber wir müssen jetzt natürlich auch hier mal testen, ob das denn jetzt auch schießt, wenn da Klebeband dran ist, ne? Und mit der neuen Sehne. Man weiß es ja nicht. Da muss man alles immer testen. Also ich muss das immer testen. Oder sagen wir, ich will es einfach testen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. So, das ist der 90er Bogen. Was nehmen wir für Pfeile? Richtig, nicht irgendwelche. Nehmen einfach mal die schweren Übungsspitzen von Steamboat. So, und dann mache ich einfach mal eine Testrunde. Okay. Krass. Das macht Spaß, auch wenn es so heiß ist. Es ist wirklich, wirklich heiß. Naja, heiß wie das Design von der Stinger, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das denn? Schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Wie findest du das Design? Was gefällt dir hieran? Was gefällt dir hieran nicht? Was gefällt dir hieran? Und auch, was gefällt dir hieran nicht? Gibt es hier irgendwas, was dir überhaupt nicht gefällt? Gibt es hier irgendwas, was dir voll gut gefällt? Schreib mir alles das mal bitte in die Kommentare und schreib mir doch auch mal in die Kommentare, wie sieht deine Stinger denn überhaupt aus? Ist die komplett schwarz? Ist sie so wie die hier komplett übertrieben mit Profisachen zusammengebaut? Oder ist es doch so ein Bastelprojekt aus dem 3D-Drucker? Lass mich das mal alles bitte gerne wissen in den Kommentaren und wenn du ganz lustig bist, schick mir doch einfach mal ein Bild auf Facebook oder auf Instagram oder wenn du die WhatsApp-Nummer hast, auch gerne bei WhatsApp und ich würde das dann einfach mal beim nächsten Video einblenden, wenn du darauf Lust hast, dass deine Stinger hier auf meinem Kanal zu sehen ist. Dann ja, schick mir das einfach mal zu. Ansonsten, hier gibt es noch zwei Bauteile, die hatte ich in diesem Video jetzt noch nicht erwähnt. Einmal das Fayashi V30. Hat ja den großen Vorteil, es sieht erstens sehr cool aus. Und zweitens, es schaltet sich nach, ich glaube, 1 oder 2 Stunden ab. Ihr spart also reichlich Batterien und auch Stress im Kopf. Habe ich ausgeschaltet? Nein, ja, nein, ja. Ich komme, ich gucke gerade nach. Ach, war aus. Habt ihr hier niemals mehr mit. Und ansonsten haben wir hier noch die Schraube von Steamboat mit dem Skorpion drauf. Haben wir da auch. Und es gibt noch ein Tuning-Teil mehr, ein Tuning-Teil mehr. Und zwar der Schlauch. Der ist hier noch drin, ne? Und hier ist er auch drin. Wenn du nicht weißt, welchen Schlauch ich meine, dann klick jetzt mal hier, weil hier verlinke ich dir jetzt so ein Kurzvideo. Da zeige ich dir einfach mal, wie man echt mit wenig Geld einfach nur so ein kleines Stück Schlauch und eigentlich eine Zange und eine Schere, mehr brauchst du nicht, einfach die Stinger ziemlich, ziemlich spielfrei kriegt. Also ich finde es richtig genial.
Ja, ist einfach richtig schön satt dann, ne? Also es ist echt ein anderes Schießgefühl. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, hier klicken. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen, ne? Hier bei Mag. Modern Archery Germany. Und hier würde mich mal jetzt deine Meinung interessieren. Wie siehst du das? Den Präzisionstest 55, den haben wir mit der Survival gemacht, dass wir bei dem relativ niedrigen Zuggewicht auch wirklich das Maximum an Präzision rausholen können und vergleichbare Ergebnisse haben. Jetzt ist es nur so, wir haben die Gogun-Pfeile nicht mehr mit im Rennen, es stößt hier also nichts mehr mit an und ich glaube 80-90% aller Stinger-Fans schießen die Stinger mit einem Magazin. Ich ja auch. Also ganz selten mal mit der Survival. Deswegen schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was würdest du gerne bei Präzision 90 Pfund sehen? Willst du das wieder mit der Survival sehen, so wie letztes Mal? Und dann vergrößern wir jetzt einfach den Abstand ein wenig. Oder wollen wir nicht mal mit der Tactical, also mit der Tactical, ne? Schon mit einem Red Dot. Ja, Scope macht, glaube ich, keinen Sinn. Und dann mache ich mir wahrscheinlich auch wieder das Zweibein dran. Ja, auf jeden Fall schreibt mir das mal in die Kommentare. Was willst du sehen beim Präzisionstest 90 Pfund? Willst du wirklich Präzision mit dem Magazin sehen oder Präzision mit der Survival? Schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf deine Kommentare und freue mich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.